Übereinstimmende Medienberichten zufolge steht Fußballtrainer Carlo Ancelotti kurz vor einem Engagement beim SSC Neapel. Allerdings hat der Italiener wohl Bedingungen für die Übernahme des Postens beim Serie A-Club gestellt. Wie die Marca berichtet, hat Ancelotti vor allem Bayern-Star Arturo Vidal als Wunschverstärkung auf dem Zettel. Der Vertrag des Chilenen beim deutschen Rekordmeister nur noch bis 2019 datiert ist, könnte dem Maestro zum Amtsantritt ein echter Transfer-Coup gelingen. Auch weiter soll der Neapel-Trainer in spe klare personelle Vorstellungen haben. So plant der italienische Trainer anscheinend mit einer Weiterbeschäftigung von Kalidou Koulibaly, Piotr Zielinski und Lorenzo Insigne, die allesamt mit einem Wechsel im Sommer liebäugeln. Außerdem fordert der 58-Jährige einen adäquaten Ersatz für Marek Hamšík, der wohl nicht mehr zu halten ist. Der Vertrag des slowakischen Angreifers ist allerdings noch bis 2020 datiert. Der erzielte Transfererlös dürfte daher direkt in die Verpflichtung eines geeigneten Nachfolgers fließen. Suso schon fix. Laut italienischen Medienberichten hat Neapel in diesem Zuge bereits die Fühler nach Suso vom AC Mailand ausgestreckt. Für eine festgeschriebene Ausstiegsklausel von 38 Millionen Euro könnte der Flügelstürmer an den Wesel wechseln. Angesichts der voranschreitenden Transferüberlegungen scheint die Ancelottis Unterschrift in Neapel nur noch Formsache. Clubchef Aurelio De Laurentiis soll bereits Gespräche mit dem Erfolgscoach bei einem gemeinsamen Abendessen in Rom geführt haben. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport. Der Filmproduzent De Laurentiis soll Ancelotti einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein drittes Jahr offeriert haben. Punkt. Dem erfahrenen Fußballlehrer sollen 6,5 Millionen Euro netto pro Saison winken.